Finde ich nicht schön. Nein, nein, nein. Wir ziehen einfach das Ding hier mal länger. So. Und dann, wenn wir eh gerade dabei sind, ziehen wir das Ding hier noch ein bisschen länger. Und dann ziehen wir das hier noch ein bisschen länger. Und dann seht ihr wieder nichts, aber das ist okay. Na komm. So, dann haben wir das Ganze einfach ein bisschen länger gezogen. Und, gefällt mir immer noch nicht. Wir machen das anders. So. Dann machen wir hier alles weg. Ach, komm. Kies abbauen ist echt immer scheiße. Machen wir nämlich ganz einfach. Diesen Knick, den setzen wir einfach ein Stückchen weiter hier rein. So. Und dann haben wir nämlich hier gerade runter und dann haben wir nämlich hier den kurz mal. Nein. Das war falsch. Das war der falsche Block. So, dann haben wir nämlich hier drei. Hier zu. Und dann kommt hier die Treppe-Puppe. So. So. So, so, so. So. Die Stückchen. Zack, zack. Boah, dann machen wir hier so. Scheißegal. Zack. Und dann machen wir hier noch. Machen wir hier noch Kies draus. Und dann machen wir den hier noch ein bisschen kürzer. Ja. Kies abbauen ohne Schaufel, das ist echt ätzend. So, so. Hier einmal zu. Hier einmal zu. Dann haben wir es nämlich hier gerade runter, ohne dass da so ein Knick dazwischen ist. Und dann zack, zack. Und hier geht es dann los in den eher so ein bisschen random Wald. So, ho, ho, dann haben wir das hier nämlich. Und hier könnte man tatsächlich eine Abzweigung machen. Hier längs oder so. Oder auf so einen kleinen Platz, wo dann ein Kiesweg längs läuft. Nanu, kommst du denn her? Und das am helllichten Tage? Meine Güte. So, ho, ho, ist doch fein. Das ist doch fein. Hier ist halt die Wand. Hier ist das ja dieser Küstenwanderweg in Anführungszeichen. Das ist dann so schon okay. Und hier geht es dann eben straight in den Wald. Hier kann man dann eine Abzweigung noch anbauen. Hier ist auf jeden Fall noch genug Platz dafür. Die Frage ist halt, wo man dann hier halt eben hingeht, ne? Man ist halt doch relativ parallel und würde hier hinten auch dann nur irgendwie, ne, man könnte zur Baumfarm irgendwie hochgehen. Also das ist dann aber irgendwie so von der Wegführung her ziemlich blöd, dass man erst hier runter geht, dann hat man hier die Abzweigung und dann geht man hier wieder rauf, ne? Also, weiß ja nicht, ne? Das ist ja irgendwie so unsinnig. Man könnte halt hier abzweigen, ne? Dann wäre man aber hier sehr, nee. So, wir haben den Weg hier, wir haben den Weg hier. Jetzt gucken wir mal. Also hier kommt noch vernünftige Beleuchtung irgendwann rein, ne? So, man ist dann hier auf dem Grundstück, mehr oder weniger, weil hier ist es natürlich offen. Und es geht hier zur Baumfarm. Jetzt ist mir doch zu doof. Jetzt machen wir eben doch mal kurz eine Schaufel. Weil so ohne Schaufel, nee, macht keinen Spaß. Haben wir denn irgendwo... Haben wir nicht, dann machen wir
Da machen wir ein von und da machen wir hier ein von und dann. Warte, habe ich noch? Nein, ich habe natürlich nicht mehr. Zack, zack, zack. Nein? Bin ich doof? Habe ich gesoffen oder was? So, wollte gerade sagen. So und 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 so. So. Kann man hier nämlich reintun. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Bergbau. Oder habe ich das bei Werkzeug reingetan? Unknown Items, Unknown Items, Unknown Items. Meine Unknown Items-Sammlung wird immer größer. Aber ich glaube, so werkzeugmäßig ist. Und hier ist auch nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen Eisen brennen. Zinn. Chromium. Mithril. Komm, drauf geschissen. Wir machen eine Mithril-Schaufel. Du kommst hier wieder weg. So rum, so rum, so rum, so rum. Du kommst hier rein. Und dann kommst du hier raus. Und dann machen wir eine Mithril-Schaufel. Oh, Upsi, habe ich ganz vergessen. Wir haben das ja noch angezündet. Das ist jetzt alles irgendwie verarbeitet. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Dinge. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ob wir die Dinge alle brauchen, ist natürlich die andere Frage, ne? Ne, Zaun nehmen wir nochmal mit wieder, weil wir noch ein bisschen irgendwie Zaun auch gleich noch verbauen wollen. Komm, die Kartoffel, die esse ich roh. Om nom 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 nom. Das esse ich auch so. So, das weg, das weg. Dann haben wir, glaube ich, gleich alles, ne? So, mein toller Timer da unten da in der Ecke sagt, der 37 Minuten läuft der jetzt schon. Ziehen wir durch noch. Ziehen wir noch durch. Ja, machen wir jetzt. Wir bauen jetzt die Wege. Wir müssen auch noch den Weg hinten noch zum Turm bauen. Da gucken wir auch mal. Ich glaube, da nehmen wir auch einen befestigten Weg. Und so der Weg zu dieser kleinen Lichtung mit dem kleinen See, das ist dann wieder so ein Trampelpfad. So, Bergbau kommt der Dings rein hier, der Feuerstein. Kies, Silbersand. Steinzeug, Tonerde, Kies. Sand und Glas, da ist er. So, Silbersand, Sand, Wüstensand und Zeug. Tun das mal hier oben hin. Warte, wir machen hier mal so und so. Wir machen das mal so untereinander. Die Dinge, die von gleichem Ding sind, machen wir Dinge und Dinge machen wir Dinge, Dinge. Und Dinge, Dinge machen wir Dinge, Dinge. Und da kommt dann Ding hin und das Ding und das Ding und das Ding brauchen wir dann auch nochmal irgendwann. Sand brauchen wir nicht mehr. Und dann sind wir eigentlich soweit hier durch. Und dann gucken wir mal, dass wir eben kurz die Holzkohle hier raus pflücken. Da haben wir jetzt auf jeden Fall welche vorne. Dann können wir Mithril reintun und die Holzkohle. Das ist ja nicht wirklich Bergbau. Wir tun sie trotzdem mal hier in die Bergbaukiste. So. Mithril und Mithril-Schaufel. Genau, gleich wieder wegschmeißen. Komm, pff, gemacht, gleich wieder in den Müll. So, hier ist übrigens auch der eine sitzt halt hier dann einfach ein davor. So, dann. Das wächst hier wirklich nicht mehr, ne? Okay, so. Geht's dann wieder rüber. Gucken wir mal, was die Mithril-Schaufel so kann. Wofür brauchte ich die jetzt eigentlich? So durch, ne? So.
Guck mal, hier die Blümchen, die wachsen auch runter vor sich hin. Dann gucken wir doch mal, dass wir uns hier mit dem Weg ein wenig längs schlängeln. So. Hier. Da. So, 3, 2, 3. Wäre aber irgendwie sinnlos. Hier links. Ja. Und nach da wollen wir auch. Gucken wir gleich mal. So, erstmal machen wir hier wieder zu. Ja. Ja. Genau, also wir wollen noch da, wir wollen noch da, wir wollen hier hoch. Und wir wollen ja hier rum und von hinten irgendwie drauf. Okay. Ah, können wir dann immer noch mal machen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unseren Weg soweit geplant. Jetzt schaue ich mal, ob wir hier in der Kiste vielleicht Cobblestone haben. Hm. Nein, aber hier hätten wir noch Eisen gehabt. Sehr gut. Und dann haben wir doch hier unten bestimmt auch irgendwo links Kobbel. Stimmt sogar, stimmt sogar. Wir nehmen das mal mit. Und die Axt, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann machen wir hier nämlich schön Kiesweg rein. So. Dann und dann brauchen wir hier unseren tollen Hammer wieder. Dann machen wir hier schön den Kiesweg hin. Kiesweg, Kiesweg, lalalala. Man könnte natürlich irgendwie gucken, ne? Also hier ist ja eigentlich alles irgendwie mit diesem Weg gemacht. Na, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt machen wir hier einen schönen Kiesweg hin. Wir können ja diesen hinteren Teil ja, mit Kies versorgen und hier vorne ist es dann halt eben zu Ende. Und hier vorne ist dann halt so dieser vordere Gartenbereich und hinten ist halt der Arbeitsbereich, der überall schön Kies ausgelegt hat. Ich glaube, das geht ganz gut. So. So. No. Und dann sind wir nämlich hier schon an der Wand. Ja, hier ist eben, na, da geht es dann entsprechend weiter. So. Hier sind wir dann auch am Rand. Upsala, alles weggeholzt hier. Die gute Erde weggeholzt. Hm, Erde weggeholzt. So sieht's aus. So, auch Erde war mal Holz. Oder wie war das noch? So. Und ich habe nochmal hier nämlich auch noch zu. Und dann machen wir hier mal die Tür zu. Zack, rums. Und dann sehen wir, dass hier nämlich auch noch Kies hin muss. Hammer nochmal her. Kies. So. Der ist jetzt aber nicht von innen der Kies, ne? Ne, der ist, genau, der ist ganz normal, so wie sich das gehört. Dann machen wir hier mal, Schwebefackel geht natürlich nicht. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen irgendwann. Dann machen wir hier auch noch zu. So. Genau, also diese ganzen Arbeitsbereiche, die sind halt alle mit guten Wegen in Anführungszeichen und so die ganzen anderen Sachen, die haben dann alle eben diese Trampelpfade. So, hier noch rein und hier noch rein und dann brauchen wir nämlich die Kiestreppen und der normale Kies, der liegt dann hier und so. Wir haben's ja. Zack und zack. Ah, hier kommen die Kiestreppen rein, dann haben wir nämlich hier der auf jeden Fall den Weg soweit durch. Dann machen wir den hier auch nochmal zu. Dann ist der da so ein bisschen drin. Müssen wir schauen. Also hier wäre ja eh alles Kies, also von daher müssen wir mal bis hier oder so. Und dann kann man hier einen Zaun davor machen. Irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas.
Da müsst du eigentlich auch noch zu. Ja, wer grunzt denn hier schon wieder? Du grunzt hier schon wieder. Komm mal her hier. Kriegst auf die Fresse und dann ist das gut. So. Zack. So. Hinein in die gute Stube und dann nehmen wir, haben wir vielleicht sogar noch. Gucken wir mal. Ich glaube, hier war noch was drin. Genau, da war noch was drin. Und dann machen wir nämlich hier mal ein bisschen von denen hier. Da 5 reichen vielleicht nicht. So. Und dann ziehen wir das Ganze hier einfach ein bisschen länger. So. Oh. Oder wir machen hier sowas, ne? Nee, sieht scheiße aus. Wir lassen das mal so. Und dann kommen wir hier irgendwie Kies. Also hier ist dann alles Kies. Ich habe übrigens überlegt, hinten bei dem Turm da können wir mal eben... Ah, den Turmweg, den hatten wir schon gelegt. Da können wir tatsächlich hier... Also ich finde das tatsächlich schöner, wenn das... ja, wenn da Erde liegt und nicht der Kies irgendwie nach außen durchguckt, sondern die Erde nach innen. So. Finde ich irgendwie schöner. Vor allem müssen wir uns dann keine Gedanken darüber machen, was wir dann außen irgendwie machen. Außer hier natürlich, hier ist natürlich irgendwie der Kies schon richtig. Weil hier dieser kleine Vorplatz ist. Aber der Rest, der wird hier schön mit Erde. Schön mit Erde. Das ist vor allem, wenn die Erde dann, ja, wenn da Gras drauf gewachsen ist, so an den Ecken von Mauern und Kieswegen und Wegen so generell, da ist doch eh immer so ein bisschen, da wächst doch eh immer so ein bisschen Erde, Unkraut und sowas, ne? Das ist dann damit auch gleich mal abgedeckt. So. Einfach eine reine Designentscheidung. So ist doch fein. Jetzt finde ich aber, müsste man hier das Ganze einfach so machen. Na, dass man hier wirklich diesen Vorplatz dann eben hat, der dann eben auf dieses Grundstück hier geht und hier ist dann halt eben einfach offen. Das ist, glaube ich, schon okay. Das kann man so machen. Also es müsste ja dann sonst hier einmal außenrum irgendwie... Kann man eigentlich auch machen. Ich glaube, wir machen hier mal außenrum. Das ist schon okay. Warte mal. So. Der kommt weg. 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 Dann ziehen wir nämlich diesen Eingang einfach bis hier vorne. Das sind aber sehr viele von den Dingern jetzt hier, ne? So, oder? So ist, glaube ich, schöner. Kann man uns den hier nämlich auch schenken, den Teil. So. Und dann haben wir natürlich nicht genug davon. Scheiße, machen wir noch welche hier. Zack. So. Der kommt weg. So rum ist... Also es müsste dann ja hier und hier, ne? Komm, wir machen den hier. Na komm. Den hier und... der wäre so richtig, aber so ist geiler. So. Und schon haben wir hier den Eingang. Geiler wäre natürlich, wenn der hier dann auch irgendwie so verlaufen würde, der Eingang, ne? So. So, guck mal hier. Dann kommt man nämlich hier schön an. Und dann kann man nämlich hier schön auf dem Vorplatz irgendwie was machen. Guck mal, hier wächst auch schon das ganze Grünzeug.
Ja, so ist doch fein. Da wird langsam so ein Schuh draus. Und hier dieser innere, das ist halt für den Eingangsbereich. Wir können ja hier eben mal kurz gucken, hier oben. Ja, man sieht durch die Gitter sieht man da natürlich nicht so viel. Aber das ist schon okay. Wenn wir hier ein bisschen was gucken, kann man auch natürlich auch nicht sehen. Aber so ein bisschen kann man durchgucken. Aber hier hätten wir auch noch ein bisschen was gehabt. Okay. Und hier oben auf dem Dach, da ist dann halt eben der ganze Stromkram. So, okay. Dann haben wir das. Und der coole, tolle Timer, der sagt gleich 2 Stunden. Nee, 1 Stunde sagt er. So, und hier ist halt. Könnte eigentlich noch ein Baum irgendwo hin, ne? So. Aber wir haben hier jetzt schön einmal Vorplatz und Weg. Und hier haben wir auch Weg. Und genau, hier ist halt eben. Ja, Trampelpfad angesagt. Also die Wege außerhalb vom Grundstück sind halt diese Trampelpfade. Hier müssen wir mal gucken, bis wo wir dann sagen, irgendwie da ist noch Grundstück. Also das hier zuziehen und dann hier auch überall Kies verlegen oder sowas. Oder wir lassen das so. Dann können wir hier immer noch mal gucken. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal kurz was tun. Das geht so nicht. So. So, und hier ist halt eben auch. Oh, guck mal, kann man hier. Kommt keiner mehr rein jetzt. Nein, ist Quatsch. So, aber warum eigentlich nicht? Warte mal, kann man nicht hier irgendwie so säulenmäßig. Ups. Säulenmäßig irgendwas. So als, weißt du, so als Abgrenzung quasi hier von hinten von Arbeitsbereich zu hier vorne dann eben Dingsbereich, ja, Gartenbereich. Ah, schauen wir mal. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Hier lassen wir es auch so, wie es ist. Hübbeldi-hüpp. Zack. Ach, wir brauchen hier noch Kies-Ding-Zeug. Haben wir hier eigentlich auch eine Dingswerkbank? Ja, guck mal, wir haben hier auch eine. Ne, wir haben hier noch keine Dingswerkbank. Oh Gott, scheiße, wie ging die noch? Peinlich, peinlich. Dschungelholz, normales Holz und Eisen. Dschungelholz haben wir, glaube ich, von dem einen Unfall noch über. Können wir mal gucken, wo das drin ist. Dschungelholz. Oder haben wir das einfach verbrannt? Dschungelholz, Dschungelholz, Dschungelholz. Zweimal Dschungelholz. Guck mal, genau die Menge, die wir brauchen. Das ist doch super. So, drüben noch mal gucken wieder. Guck mal, hier hätten wir ja sogar noch eine Form gehabt. Gut, den Rest haben wir, glaube ich, oben in der Kiste, ne? Also so Holz sollte ja echt nicht das Problem sein hier. Holz ist aber das Problem hier. Das ist ja geil. Wieso haben wir denn kein Holz mehr? Das ist ja verrückt. Verrückte Welt. Also wir brauchen zweimal Eisen. Wir brauchen dreimal Holz. Daran scheitert es jetzt. Das scheitert jetzt echt daran. Das scheitert echt daran, dass wir kein Holz haben, Junge. Ja, genau. Erstmal schön die Hacke wegschmeißen. Wir haben echt kein Holz mehr, ne? Verrückte Welt, ey. Verrückte Welt, verrückte Welt.
Gut, dann würde ich sagen, wir holen mal einen Baum ab. Dann haben wir da keinen einzigen Setzling von bekommen. Das ist natürlich auch nice. Dafür haben wir Holz. So. Also, da 3, da 2 und ein links, ein rechts. Und dann haben wir eine schöne Werkbank, mit der wir dann gleich arbeiten können. Und dann haben wir nämlich hier auch eine. Wir haben ja drüben schon eine, aber dann machen wir hier noch eine zweite dazu. Und dann haben wir da unseren Fuhrpark, wollte ich gerade sagen, unsere Werkbänke komplett. So. Nur alle schön nebeneinander. Hier das Ding, apropos, ne, wir müssen hier den Wassereimer einmal auffüllen. So. Und dann kommen wir nämlich hier schön rein und dann kann man nämlich hier schön rein tun. Und dann sagen wir hier einfach, wir brauchen einfach mal zwei davon. So. Und dann ist das gut, ne? Und dann schon haben wir hier die Treppe fertig. Hat ja auch nur. Unser Timer sagt, hat auch nur 5 Minuten gedauert. Also der läuft auf jeden Fall gut, der Timer. Das ist schon mal in Ordnung. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. So, dann müssen wir hier irgendwie Kies auffüllen. Und hier dieser komische Weg, sage ich, der komische Schuppen, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, irgendwie mit Holz zu hantieren. Da kommen wir hier auch gleich mal. Ne, wir brauchen den hier. Und dann brauchen wir, ich nehme mal nicht die ganz dünn, weil wir irgendwie noch eine Tür dazu bauen wollen, aber wir nehmen mal hier irgendwie. Ups, ach, dass man da immer noch nicht drücken kann, ne? Aber wir nehmen mal diese hier. Und wir brauchen einen Schraubendreher. Definitiv brauchen wir einen Schraubendreher. Dann machen wir jetzt einen. Ich habe drüben ja schon eine Schraubendrehersammlung. Ne? Dann ergänzen wir die einfach mal. So. Und dann gucken wir nämlich mal, dass wir hier den Schuppen irgendwie mal an die Wand zimmern. So. Da kommt so ein Eckteil dann gleich hin. Ne? Das soll ja nur ein kleiner Schuppen werden. Ah, so und so und so und das Blumending, das kommt dann weg. Upsa. Genau, die Namen, die nehmen wir mal raus. Da ist jetzt noch ein bisschen Wasser drin, aber dann ist das halt weg, das Wasser. Das ist dann schon okay. Und hier wäre halt eben dann die Kiste. Das heißt, die holen wir auch weg noch eben. Dann kann man nämlich hier zumachen. Und dann ist hier die Tür, beziehungsweise hier müsste einer um die Ecke hin. Da ist die Tür, das heißt, da ist eine Ecke. Gucken wir mal, diese Eckteile, da haben wir doch auch welche von. Die haben wir nur in ganz dünn, diese Eckteile. Das ist ja auch scheiße. Wir gucken mal, wie wir die Ecke lösen. Erstmal gucken wir, dass wir die Dinger jetzt mal richtig ausrichten hier. So, Schraubendreher-Action. Bam, 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 bam. Ja. Zack. Nein. Das heißt, hier müsste tatsächlich noch einer hin. Damit hat sich dann auch das Eckenproblem soeben von selber gelöst. Passt doch wunderbar, alles gut. Zack, zack. Und da muss auch noch einer hin. Zack, zack. Zack. Hier muss noch einer davor. Und da kommt die Tür hin. Das läuft doch, wie es laufen soll. Oh, jetzt erstmal hier ein bisschen. Es reicht natürlich nicht für eine Tür, ne? Natürlich nicht.